Liebe Trader, im heutigen Video werfen wir einen Blick auf die aktuellen Listen für die Top-Wachstumsaktien und ich stelle 5 interessante Trading-Chancen vor. Wie inzwischen ja hinreichend bekannt sein sollte, werden die Listen für die Top-Wachstumsaktien immer montags über einen softwaregestützten Screening-Prozess aktualisiert und wir finden die Listen im Trading Desk beispielsweise hier oben über die Navigation unter Kursliste, dann fundamentale Auswahllisten und hier finden wir zum einen die Top Growth 150 Liste, inspiriert bei William O'Neill und der Ken Slim Strategie, sowie die Liste Top Wachstumsaktien. Beide Listen packe ich mir dann Anfang der Woche immer in eine finale Watchlist und diese Liste prüfe ich dann täglich mit Hilfe der Kriterien Abstand vom Jahreshoch, der Trendstärke und der Trendstabilität auf neue Tradingchancen. Ich würde diese Vorbereitungsphase für den Start des US-Handels immer in zwei Teile gliedern. Zum einen prüfen wir eben die Liste nach bullischen Konsolidierungen bei den Top-Wachstumsaktien, nach aktuellen Bullen, die im Idealfall gestärkt aus dieser jüngsten Marktbereinigung hervorgehen und eben in Lauerstellung für die Trendfortsetzung sich befinden. Und dann gilt es natürlich auch noch täglich, das Nachrichtenuniversum auf neue relevante Nachrichten zu prüfen. Aktuell läuft ja noch die Quartalsberichtssaison. An dieser Stelle kann ich auch nur empfehlen, hier mit dem Kalender zu arbeiten. Hier halten wir wertvolle Informationen, wann die einzelnen Unternehmen ihre Zahlen vorlegen und beispielsweise auch hier für den US-Markt haben wir für sämtliche Aktien die entsprechenden Schätzungen für Umsatz und Nettogewinn. Und wir sehen eben, wann diese Unternehmen im Einzelnen ihre Zahlen vorlegen und können uns auf die Ereignisse vorbereiten. Und was natürlich auch noch interessant ist, wenn es markante Buy- oder Sell-Ratings bezüglich der Wachstumsaktien geben sollte. Und die perfekte Kombination ist eigentlich, wir haben eine bullische Wachstumsaktie, die gerade schön seitwärts innerhalb einer engen Handelsspanne konsolidiert. Dann gibt es positiven Newsflow, zum Beispiel eine deutliche Kursziel Anhebung und wenn dann der Gesamtmarkt noch mitspielen sollte, haben wir die perfekte Kombination für eine explosive Momentumbewegung und auf die Ereignisse müssen wir uns eben gezielt vorbereiten. 5 Aktien möchte ich jetzt noch kurz durchsprechen. Wir beginnen mit einer Grubhub. Hier haben wir es mit einer interessanten Upgap-Situation zu tun. Und zudem sehen wir auch, wie eben diese Aktie gestärkt aus diesem jüngsten Marktcrash hervorgeht. Wir notieren schon wieder in Schlagweite zum Jahreshoch. Und gestern hat der Titel bereits neue Breakout-Avancen gezeigt. Aber eben aufgrund dieser allgemeinen Marktzurückhaltung ist der Breakout nicht durchgezogen. Jedoch könnte heute ein weiterer Versuch starten. Zuletzt gab es auch noch positiven Newsflow. Und zwar hat Grubhub eine Kooperation mit Yum Brands gemeldet. Zu denen gehört ja unter anderem Pizza Hut sowie KFC. Und man setzt exklusiv auf das Online-Order-System von Grubhub. Damit wird das abgewickelte Volumen deutlich steigen und zugleich stieg Yum Brands mit 200 Millionen US-Dollar bei Grubhub ein. Eine interessante Kombination aus positivem Newsflow, bullischem Chartbild, sodass die Aktie definitiv auf die Watchlist gehört. Zweiter Kandidat, der mir gut gefällt, ist Abiomed. Es handelt sich hier ebenfalls um eine der Top-Bullen unter den Wachstumsaktien, weil man eben schon wieder am Jahreshoch notiert und jetzt auch über die letzten Tage eine relativ bullische Konsolidierung vollzogen hat. Und was wir am US-Markt aktuell ebenfalls noch beobachten können, ist, dass Medizintechnikunternehmen wie Inogen oder Insole einen Trend bilden. Abiomed gehört ebenfalls in diese Kategorie. Unternehmen ist ein Anbieter von medizinischen Produkten für die Unterstützung von Herzpatienten. Beispielsweise werden Herzpumpen angeboten. Auch wiederum, wenn die Aktie hier neue Stärkesignale von sich geben sollte und der Gesamtmarkt mitspielt, dann wird die Aktie auf der Long-Seite interessant. Eine weitere Beobachtung jetzt im Zuge dieses jüngsten Marktcrashs war, dass sich zwei neue Branchen herauskristallisiert haben, die Stärke gezeigt haben. Zum einen die Cybersecurity-Aktien und vor allem Softwareaktien, im speziellen Softwareaktien, wo auch vom Trendthema künstliche Intelligenz profitieren. New Relic ist in dieses Raster einzuordnen und wir sehen auch hier noch eine recht sauber seitwärts gerichtete Konsolidierungsphase in den letzten Tagen, sodass auch diese Aktie mit dem nächsten Stärkeimpuls in Trendrichtung auf der Long-Seite interessant wird. New Relic bietet nämlich in seinen Software-Suites künstliche intelligenzbasierte Applikationen in Verbindung mit Big Data Analytics und Machine Learning an. Eine Protolabs-Aktie, den Titel möchte ich ebenfalls noch kurz besprechen, weil wir eben hier eine sehr schöne
bullische Konsolidierung auf Jahreshochniveau beobachten konnten jetzt hier in den letzten Tagen. Und das sind eben meine bevorzugten Setups, die ich gerne handle bei den Top-Wachstumsaktien. Wenn sich aus dieser Kontraktionsphase heraus neues Momentum entwickeln sollte, Protolabs dürfte heute deutlich schwächer in den Handel kommen. Die vorbörslichen Indikationen lagen schon bei mehr als minus 5%. Verantwortlich dafür ist, dass Piper Jaffray einen Block von über 480.000 Aktien platziert. Der Preis soll bei 111,25 bis 111,75 US-Dollar liegen. Aber einfach mal, um zu zeigen, worauf ich bei diesen Aktien Wert lege, um eben den Einstieg unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten zu optimieren. Und abschließend habe ich auch noch eine Lumentum Holdings auf der Watchlist. Hier könnte die übergeordnete Trendfortsetzung wiederum aufgenommen werden. Denn mit der Aktie lässt sich neben AMS die Wachstumsstory rund um 3D-Sensoriklösungen spielen, sodass der Titel ebenfalls auf der Long-Seite interessant wird, wenn weitere Stärke sichtbar werden sollte und auch der Gesamtmarkt in Bezug auf die großen US-Indizes sich weiter freundlich zeigen sollte.